Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mal zu einem ganz anderen Video, hat halt nichts mit Comics und so zu tun, sondern es geht um eine andere Leidenschaft von mir. Und zwar gibt's jetzt gleich hier im Anschluss an diese Ansprache ein paar Ausschnitte von einem Basketballspiel, was ich gegen den Average Man gemacht habe. Bevor irgendjemand sich aufregt, muss ich dazu sagen, dieses Spiel hat stattgefunden im Februar diesen Jahres, also Februar 2020, also bevor es diesen ersten Lockdown gab, bevor überhaupt die Corona-Welle richtig angefangen hat, hat alles vorher stattgefunden und ist jetzt endlich fertig. Geschnitten wurde das Ganze vom Average Man, dessen Kanal ich euch auch nochmal verlinke. Ja, mehr bleibt mir nicht zu sagen. Viel Spaß beim Video. Ich hoffe, dass es euch Spaß macht. Bis dann. Ich weiß. Da muss ich erstmal bis zum Kopf kommen. Ja. Ja, Freunde. Das sieht schon schlecht für mich. Ja, moin. Hast du dich schon gefreut, dass ein Treffer gemacht hat? Hilft mir halt einfach gar nicht. 1-1. 1-1 und 3er zu 2. Okay. 3er ist da von der. Von der Startbank. Ich versuche es sowieso nicht. Achso, 3er. Wahrscheinlich, oder? Das war kein Foul, der Ball ist auf seinen Fuß geprallt. Das war kein Foul. Der Ball ist auf seinen Fuß geprallt, da kann ich nichts mehr. Verletzt, Freunde, bin ich. Verletzt. Du willst nicht würden? Sag nur daran. Ah, Scheiße. Ja. Ich traue mich aber auch nicht zu stellen, sonst fällt er wieder um. 6-5. Warte. Kurz für die Zuschauer. Es steht 6-6. Wir spielen mit 2 Unterschied. Heißt, wer als erster jetzt 2 Punkte für Führung hat. Ich wollte ihn nur nicht blocken, weil es sein Homecourt. Ja. Scheiße. Och Mann! Die Finger den Ball aus der Hand geschlagen. Das war ein sehr unfairer Spieler, aber er ist nett. Das muss ich sagen. Bestes Kompliment, unfair, aber nett. Nein! Ah, nein! Da kenne ich einen Speed-Kaufleger hier.
8-6, Freunde, souverän geworden. Ja, souverän. Und verletzt bin ich, verletzt, er hat mich verletzt. Nein, das war... Okay, ich gebe ehrlich zu, auch für einen alten Mann ist er noch ziemlich schnell. Ja, ja. Man hat gesehen, wir sind zu dick für mein Trikot geworden. Ich kann ihn ja nicht. Freunde, ich habe abgenommen. Ich auch, ich bin trotzdem noch zu fett. Aber war ein gutes Spiel. Die Detroit Pistons wieder am Start, ja. Die etwas in die Jahre gekommen sind. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Habt doch mal Profis beim Basketball gesehen, so, ne? Ja, kommt drauf an, was. Und ich bin am Schwitzen und wollte es gar nicht.